Moin Freunde, wir experimentieren zur späten Stunde noch ein klein bisschen rum. Wir haben das B550 Tai Chi. Hi! Gesundheit! Das haben wir hier. Und ich suche meinen dicken Schraubendreher. Mal wieder. Ich habe ihn gefunden. Hitachi. Tahichi. Hitachi, weil ich habe mit freundlicher Unterstützung von JZ Elektronik ein Computerteil, was man eigentlich nur in Kombination mit sonstigen Dingen erwerben darf. Wie ein Franzose, laut und stolz. Ich habe einen Rechner hier, ich habe einen Desk Mini A300 mit einem Ryzen 5 Pro 4650G. Also eine Renoir APU in dem kleinen Desk Mini. Das ist das Ding hier. Das kleine Ding hier. Kleiner ist als das Netzteil, das wir jetzt hier verwenden. Der steckt da drin. Nur ein bisschen getestet, ein bisschen gespielt. Lief alles ganz gut. Wenn auch ein bisschen ernüchternd von der Grafikperformance her. Aber dafür haben wir jetzt hier ein großes Board, wo wir vielleicht mehr am RAM in die Wege leiten können. Zumindest haben wir hier schon mal ein 3600er 64 GB Kit drauf. Da kann man mal gucken, ob das Default läuft. Ob wir damit den hochgezüchteten Ryzen 5 2400G mit flottem RAM und GPU-Übertaktung zum Beispiel in Counter-Strike schlagen können. So, hier. Ryzen 5 Pro 4650G und 39X raus. Pro Hannes rein. Der Lüfter ist fast so groß wie der Desk Mini. Yep, ja. Der ist breiter. Ja. Insofern. Sie haben recht. So, was machen wir da drauf? Machen wir Master Gel drauf. Master Gel Maker. Machen wir. Einmal was zum Wegwischen. Cracky. Einmal abwischen. So. Der Moveboard hat dich richtig gerade veräppelt. Warum hat die APU ein Pro im Namen? Naja, die Pro-Serie gibt es schon länger. Die haben noch spezielle Sicherungsfunktionen dazu. Unter anderem bei den APUs ECC-Support mit dabei. Und das sind halt die Chips, die es jetzt gibt. Also die ohne Pro gibt es halt noch nicht. Und so, das sind die, die wir jetzt haben können. Die sind dafür aber auch leider gelockt. Das heißt, man kann an der CPU am Takt selber nichts machen. Mal gucken, ob der läuft, ne? Kann natürlich sein, dass der out of the box gar nichts macht. Vielleicht. Weiß ich gar nicht. Battle Junkie mit 22! 6-Stunden-Rennen war das. Wupp, wupp! Dankeschön! Deine Empfehlung mit Kusshand gleich weitergeleitet. Grüß dich! Und ihr verrückten Autofahrer. Naja, verrückt ist ja relativ, ne? Ihr seid ja sehr vernünftig. Nicht so wie manch andere auf der Strecke. Wo muss ich denn da lang? Warum sehe ich denn da nichts? Bin voll schief, ne?
Oh shit. Klingt wie ein B 0,5 Stepping für die 4000er. Aromatisch Risen gut. Ja eigentlich semi-passiv laufen, ne? Das soll eigentlich mit meinen Lüftern hier im Fenster reichen. Ich habe mir mehr davon versprochen. Mein Raum war heute früh der kühlste im ganzen Haus, aber... Bastelnacht sind 7 Lüfter im Fenster zu wenig. Gehen wir mal das Netzteil an. Bzz. Das Board scheint was zu machen. Doch eine Klima. Nein! Ah ja, immer nicht bekannt. So ein Streichlöffel, den gibt es tatsächlich bei vielen größeren Packungen mit dabei. Also noch mal nicht bekannt, jetzt kriegen wir ein Bild. Yippie! Ryzen 5 Pro. Gleich mal XMP-Profil laden. -46 Grad. Es wird noch heißer. Dafür gibt's bei Amazon. Ich meine auch bei der Arctic MX4 ist doch auch was dabei, meine ich. Cam vom Strom hat sich verschoben. Was erlaube Cam vom Strom? Keine Maus. Meine Maus ist aus. Jetzt ist sie da. Da ist sie wieder. Wir ballern natürlich mal aktuellen Chipsatzzahler drauf. Treiber und Support. Ich glaube, der aktuellste Grafiktreiber muss auch sein. Graphics. Processor with graphics. Ryzen Pro. Ryzen 5 Pro. G. Herunterladen. Speichern. Ah, Spatel ergibt Sinn.
Meine Klima hier im Raum zieht 13 Watt. Hält sich noch an Grenzen. So, Download der Radeon-Software ist abgeschlossen. Wir starten mal neu wegen dem Chipsatz einmal. Crazy Lüftung, ja. Ja, einfach Lüfter mit Kabelbindern verbunden. Das kann ich nicht. Sind die laut? Nee. Mm-mm. Cracky, wieso hast du nicht den Papst unter den Tisch verbracht? 7 Volt. 7 Volt, ja. Weil ich habe den ja als allererstes, nachdem ich den gelötet hatte, hatte ich den ja aus Versehen auf 5 Volt gelötet. Und dachte mir schon, meine Güte, was geht hier ab? Bis ich dann gerafft habe, dass er auf 5 Volt läuft, anstatt auf 12. Das habt ihr ja nicht mitbekommen, aber... Oh Mann, ey. Jetzt haben wir schon mal 64 GB 3600, ne? Schon mal? Ja. Der Papst und den Papst unterm Tisch. Bitte nicht aus dem Zusammenhang zitieren. Gefährlich. Izosia, danke dir für ein Follow. Aber selbst auf 5 Volt ist er unerträglich laut. Ich meine, 12 Volt geht halt einfach gar nicht. Ja, das Ding ist unerträglich. Hat er schon irgendwie einen Grafikkartentreiber? Ne, hat er noch nichts, ne? Radeon Software. Mal gucken, wie viel RAM er der Grafik hier dann auch standardmäßig zuweist. Für einen Eurofighter, ja. Wahrscheinlich. Zero Dawn Complete Edition heißt die. Mhm. Sind da die DLCs mit bei, ja? Feuchtes Tuch, ja, aber das ist ja auch so ein Gefühlsding, ne? So, there we go. Leistung. Man kann nichts tweaken. Aber wir haben Shadow of the Tomb Raider hier. Hallo. You are now the running. Wait a sec. Einmal die Order resetten. Reset the order. Get back to the shopper. Mehr Auslastung bitte. Mehr Takte, bitte. Die nehmen wir auch mit. Zack. So, wie waren die Settings noch? Wie wisst ihr das noch? 1600 x 900, 60 Hertz, SMA. Motion Blur aus. Screen Space Reflections aus. Verdammt.
Ich weiß es nicht mehr. Ist das noch hier? Na klar! Texturqualität hoch. Niedrige Schatten. Tiefenschärfe aus. Detailtiefe. Niedrig. Aus. Wo ist die Umgebungsverdeckung? Da oben. Dynamische Haare. Niedrig. Screen Space aus. Volumetrisch an. Bildschirmeffekte an. Lens Flares an. Blooming an. Motion Blur aus. Wunderbar, das sind die Settings, die wir wollen. Tipptopp, die Watte quillt. Vierfach Anti? Weiß ich gar nicht. Warte mal. Aniso, meinst du? Vierfach Aniso war bei... Ne, Trilinear. Trilineare Texturfilter. Aniso war bei CSGO. Wird ein Ryzen 4000er auf dem TUF Gaming B450 funktionieren? Nur wenn es ein passendes BIOS dafür gibt. Ansonsten nicht. Und das sieht bei dem 400er bisher noch schlecht aus, weil die AGESA V2 noch gesperrt ist seitens AMD für B450 und X470. Das dauert noch ein bisschen. Dann geht er ja auf 3000 MHz runter. Tja, Performance ist leider identisch. Memory 1600 MHz sind aber 3,2, ne? Hä? Der Speicher läuft. Warum läuft er auf 3,2? Oh, Bildfehler. Lens Flare. Da, na, 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 na. Der RAM läuft aber auf 3,6. Aber Northbridge Frequency. Hä? There is something not kosher, you know? Echt ein kosher. Ryzen Balance. Gehen wir nochmal ins BIOS. Gibt es noch ein neueres BIOS fürs Tai Chi? Das ist 1-1-0. Tomb Raider schon mal durchgespielt. Shadow noch nicht, nee. Shadow reizt mich aber auch so gar nicht irgendwie. Weder Setting noch das Gameplay so mit dem Handeln da und dies und das und so und bla und blub. Irgendwie komisch. Guck mal, hier läuft er auf 3,6. So, was ist mit der Infinity Fabric? Müssen wir die selber zu dem Glück zwingen? 1800. A, okay, es gibt ein neueres BIOS. Das könnte natürlich helfen. Also ich hab halt relativ viel gesehen. Damals zum Launch hat unser Teammitglied, der Versi, hat es durchgespielt. Weiß nicht. Keine Ahnung. Als Benchmark nehme ich es gern her, aber sonst so. Also es war bei Rise of the Tomb Raider war es sehr ähnlich. Da habe ich mich Ewigkeiten in bestimmten Gebieten aufgehalten und so, bis ich mal angefangen habe es zu spielen und dann hat es mir auch tatsächlich Spaß gemacht. Aber Shadow weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Tue ich mir ganz schwer mit. Ganz schwer. Die Tomb Raider 2 Lara war super, ja. Das sieht übel aus. Guck mal, jetzt ist die Northbridge. It's too late to apologize. Horizon Zero Dawn ist ja noch so ein Monstrum, gell? Guck mal, jetzt haben wir ja 800 MHz. Jetzt aber. Jetzt haben wir aber bessere Performance, bitte. Horizon auch ein Traumspiel, mit Sicherheit. Aber ich weiß nicht, wann ich das spielen soll.
Ich beende lieber demnächst Bucky O'Hare auf dem NES. Da habe ich mehr von. Ich persönlich. Ne, also ich will den modernen Spielen nix. Aber ich arbeite meine Pile of Shame von vor über 20 Jahren so langsam ab. Weit über 20 Jahren. Habe ich einfach mehr Spaß mit. Simple Spiele. So, jetzt ist hier Infinity Fabric Takt auch am Start. Und? 32, 33 FPS. Da passiert nicht so viel. Das sind nur 7 Compute Units. Ne? Das skaliert nicht so krass mit. Wie der andere Kram. Gucken, was den Cinebench macht. Gib my daughter calm. Hast du auch Kinder zu erziehen? Bis auf Level 11. Ja. Wir haben mal ca. 100 MHz mehr. Bessere Kühlung, dickeres Board. Frag nicht, ja. Ja, ich merke auch, wie langsam der Wahnsinn überhand nimmt. Es wird immer besser. Wegen Lappalien. Wie viele Punkte hatten wir? Wir waren leicht besser als ein 1700X. Wir waren mal 3520 oder so. Oh! Was war das denn für ein Ausfall? 200 MHz. Welch vergebene Chance. Hätte ich doch vorhin Schluss gemacht, dann hätte ich ja noch eine halbe Stunde bei Hagen und Dennis ausharren können. Wie viele Missionen habt ihr gemacht? Dankeschön für den Raid! Mensch, jetzt habe ich wieder voll verpeilt. Hagen bestimmt schon durch die Tür, oder? Oder ist er noch da? Ah, Mann. Ja, kaum besser hier. Art Astra VDs, ja. Wir machen auch nicht mehr lang. Nichts mit Feierabend. Doch. Ich weiß nicht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hagen war fit? Ja, Mann. So ein Mist, ey. Ich habe eingangs gefragt, so. Schicke ich die Leute rüber. Warum taktet der so böse runter, diesen kurzen Moment? Naja, nicht vergessen, das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder ein altes BIOS für die Möhre hier. Womöglich, wer weiß das schon so genau, weißt du? Nochmal eine NES-Runde. Ich hänge ja eigentlich schon in den Seilen, Ernie. Guck mal, ob der bootet. Aber hatten die nicht gesagt, die ganzen Pros, dass der auch bei 1900 dann dicht macht oder so? Mit der Infinity Fabric? Sollte jetzt auf 1900 sein. Yep.
Ja, mit dem Chipsatz dabei, ne? Ist halt was anderes. Irgendwas war da. Kamen doch direkt die Kommentare. Irgendwie ist über 2000 ein GE-Modell, okay? Sieht so komisch aus, das ist ein neuer Workbench. Ja, ja, imposant, Andi. Guck mal, das neue Workbench Tai Chi. Gesundheit. Ist aber schweineteuer. Unglaublich teuer. Unbezahlbar quasi. Guck mal, ob wir Safe Game geladen bekommen. Ja, auf dem B450 wird es nicht laufen, weil es noch kein V2er Gesa BIOS gibt. Hey, 33 FPS! Wuhu! Wuhu! Wie viel FPS hatten wir mit dem 24G? Und 3400er RAM hatten wir. Aber gut, war eine andere Stelle. Es war eine andere Stelle. Also. Wir müssen eigentlich CS noch laden und an die Wand gucken. Lass mal CS laden. Dann machen wir auch wirklich Schluss. Wir laden jetzt CS runter und schmeiße ich eine Runde Tetris ein ins NES. So machen wir das jetzt. Und dann sind wir fertig für heute. Weil 3 Uhr. Guck mal am Tacho. Ich brauche auch noch ein bisschen Erholung, damit ich morgen halbwegs funktioniere für ein Familienleben, was vielleicht stattfinden soll. So. CS installieren. Hoffentlich installiert das richtig. Ansonsten weiß ich nicht. Dennis noch da. Dennis! Wo ist ein Tetris? Bei T, ne? Das ist ganz schön weit unten. Ich muss hier mal aufräumen. Stehen Gehäuse im Weg. Toll, jetzt habe ich noch nicht mal Tetris rausgeholt. Mario Bros. Ist raus. Let's play so. Tetris. Mother. Da. So, zack. Fernseher an. NES an. Graues Bild. Nein! Ich hoffe, es hat etwas geholfen bei der Entscheidung, die Links. Ja, ich denke schon. So, jetzt mal hier die Pinöpel in die Ohren. Guten Abend, Marco. Hau rein, Hein. Wie viele Minuten haben wir noch? Mann, lad nicht so schnell runter. Will Tetris spielen. So, hier, guck mal, jetzt muss ich eigentlich... Hast du da Musik? Ja! Thank you.
Schmeiß doch noch mehr Scheiße. Nein! Ich merke gerade, Tetris sah noch nie so geil aus. Ohne Witz. Ich habe das noch nie mit RGB-Mod gespielt. Holy shit! Shit. Voll abgebrannt. Thank you.
Not a good decision. Nope. Thank you.
15, Mann! Level 15, Baby! UFO! Oh, da hebt der Kreml ab. So stehen lassen. Das ist ein verdammt guter Score für Tetris. PAL-Tetris. PAL-Tetris. Ganz wichtiger Zusatz, ne? In der NTSC-Version schaffst du nämlich mehr Level. Das ist geil, oder? Super, ne? Wie schön das ist, dass dieser Konsolenturm jetzt existiert. Dankeschön. So, können wir noch Counter-Zeug reinschmeißen und dann ab ins Bett. Danke fürs Ändern. Viola Torres. Ich hab zu danken. Tetris geht halt immer. Ravioli Tetris Nacht. Wer weiß, was ist, ja? Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Retro Fangs, danke dir für das Abo. Wup, wup, wup. Ja, ungewohnte Musik, aber Typ C, wer hört schon Typ C? Ich mag Typ C voll. Habe ich auch erst vor ein paar Jahren das erste Mal einfach gesagt, okay, ich höre jetzt mal Typ C, also während ich zocke. Und mir gefällt Musik Typ C total gut. Aber damals auch, damals immer, was ist das für ein Gedüdel? Mach ich nicht. Typ B immer. So. Entwicklerkonsole aktivieren. Tastatur und Maus. Vollbild. Medium. Medium, 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 deaktivieren, vierfach,
Nee. Vierfach. Naja, wir schauen uns halt Computer-Hardware an. Beschäftigen uns mit Zahlen, Werten, probieren aus. Haben jetzt hier den RAM auf 3800 MHz laufen. Und schauen wir mal, ob wir über 300 FPS schaffen vor der Wand. Rumsteak. Steak. Rumsteak. Die Frame-Time ist ganz nervös, der RAM ist nicht stabil. Na, da, guck mal. Da, da. Ja, wir haben die 300. Yippie! Tai Chi! Ja, das ist ein Ryzen 5 Pro 4650G. Mit einer Vega 7 drin und mit dem hochgezüchteten Ryzen 5 2400G, also der Vorvorgängerversion, mit einer Vega 11 drin, die mehr Compute Units hat, haben wir Bestwert in CSGO mit RAM geprügelt ans Limit 3400 MHz, haben wir in CSGO 323 FPS an der Wand geschafft und 148 im Benchmark. Mann, ist das laut! Leiser machen hier. Ich habe jetzt aber jetzt einen anderen Fuß unter den TFT gemacht. Also, das ruckelt aber. Ja, der kommt mit dem RAM nicht klar. Der hat Schluck auf. Das kann aber auch im BIOS liegen. Aber ich werde jetzt kein BIOS-Update machen und es nochmal ausprobieren. Es ist 3 Uhr. Dann ist auch gut. Ja. Also nehmen wir mal an, der RAM wird einfach jetzt auch nicht stabil sein. Wenn man sich in den Spannungen dann da rumspielen und eventuell in den Timings rumspielen und so. Ich wollte jetzt nochmal, ich gucke jetzt gleich nochmal, wie viel RAM sich die GPU standardmäßig reserviert. Im Desk-Mini waren es ja 4 GB. Gucken wir mal, wie viel es hier macht. Und das Benchmark-Ergebnis wird jetzt natürlich nicht besser sein als die 134 FPS, die wir vorhin hatten. Ja, 140, ja. Immer noch schlechter als der 2.4G. Kann jetzt sein, dass es beim zweiten Durchlauf vernünftiger läuft, aber dass es so stockt, ist nicht normal. Das ist ein Anzeichen dafür, dass der RAM so dezenten Schluck auf hat. Egal. So, wie viel reserviert er sich weg? Hier unten sehen wir das. 512 MB nur. Kann natürlich auch damit zusammenhängen. Okay, warten Sie mal, probieren wir es mal so. Nicht herunterfahren, verdammt. 512 MB nur. WTF? Und im Desk-Mini 4 GB oder was? Ach ja. Immer auch dieses Licht hier, wisst ihr? Ich meine, das muss sein, sonst sieht man ja hier im Raum nichts. Aber das ist schon anstrengend. Jetzt war ich wieder zu langsam fürs Booten. Kann natürlich auch mit dem RAM zusammenhängen, dass der dann da erst gucken musste und es in den Systemspeicher geschoben hat. Also. Mit der reservierten RAM-Menge. Warum fragt Windows im Unmetal-Screen eigentlich noch, ob es jetzt wirklich neu starten soll, ja? Wenn es da noch gar nicht richtig ganz hochgefahren ist. Warum? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das finden. Ob es das Setting überhaupt gibt. In dieser BIOS-Version. CBS, NBIO, GFX. Ach, guck mal, hier ist Auto, Yuma Specified, Yuma Auto, Yuma Game Optimized. Yuma Specified, Frame Buffer Size. Ja, nimm mal 8 GB. Komm, mach mal. Ja, das mit der Adressierung, mit der festen Adressierung, das kann natürlich bei so sensitiven Spielen wie so Counter-Strike oder so, kann das tatsächlich dazu führen, dass das dann einen Moment die CPU ausbremst in dem Moment und dann kommt es halt zu so einem Stocker. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Hintergrundprozesse, ja.
Sondern jetzt hast du 8 GB nie im Leben. Das hat bei den alten nicht funktioniert. Das höchste, was man zuweisen konnte, waren 3. Was ich mal geschafft habe. Okay. Hier klappt's. Das ist nett. Jetzt haben wir einfach 8 Gig zugewiesen. Kann man mal machen. Gut, von den 64, ne? Jetzt haben wir noch 56 fürs System. Oder 52. Ah. Oh mein Gott, ey. Leck mich in den Tisch. Na komm, let's go. Ja, das Schrummspiel macht ja auch Spaß, ja? Geht auch mehr? Ja gut, ich könnte 16 einstellen, ja. So eine APU mit 16 Gig. Stell dir mal vor, die APU hätte dann noch 20 Compute Units oder sowas. Ich meine, das wäre ein Monster-Chip, ja. Aber was der da eine Leistung hätte. Und zack, beim zweiten CSGO-Start funktioniert das Overlay nicht mehr. Ist einfach kaputt, ne? Oder muss man CSGO im Fenstermodus starten und dann auf Vollbild umstellen? Natürlich wieder. Das ist nicht mal der einzige Fehler war, aber in Einstellungen meinst du, ja, es ist halt oft so, im BIOS landet so viel drin, was halt dann leider keinen Hebel betätigt, sag ich mal. Stellen jetzt mal auf Vollbildfenster um. Machen das Spiel aus. Starten es noch. Moin Cepher, grüß dich. Ein Anzeigefehler, war? Meinst du mit den 8 Gig oder was? Ich glaube bei Tomb Raider wird das nicht ins Gewicht fallen, weil er das Auslagern in den Hauptraum schneller macht. Ne, kein Overlay, siehst du? Jetzt haben wir natürlich unter 300, weil es Vollbildfenster ist. Wenn wir erst wieder Vollbild gehen, dann haben wir da drüber. Komisch, ne? CS funktioniert beim ersten Mal und danach nicht mehr. Irgendwas haben die da kaputt gefummelt. Naja, dann müssen wir auf unsere Augen vertrauen und gucken, wie fluffig das läuft. Häuptling Dichte Fichte spielt CSGO. Okay. Kann er machen. Radio und Overlay. Ja gut, aber das ist ein Frame ohne einen Frame-Time-Balken. Und das hat dann vielleicht wieder einen anderen Performance-Impact. Das war ja vorher schon so stotterig, ne? Weil beim Nebel, da sind dann halt wieder die 12 FPS oder was. Was ja auch nicht schlecht ist. Ja, 13. Das ist halt, die Sache ist halt, mit den alten APUs war es immer ein bisschen knapp vom CPU-Teil her, weil der halt nicht sonderlich schnell war. Das waren halt auch nur 4 Kerne mit 8 Threads. Jetzt hast du halt 6 Kerne mit 12 Threads oder 8 Kerne mit 16 Threads sogar. Also richtig geilen CPU-Teil. Die Grafikkarte fällt halt ein bisschen hinten über. Ne? Die taktet zwar wie blöd, aber das kompensiert halt nicht so krass die Compute Units. Also zumindest, wenn man jetzt einen richtig fein getunten 2000er APU nimmt. Ne? Das ist ein bisschen schade. Ist ein bisschen fader Beigeschmack. So default ist das natürlich schneller jetzt. Wie viele Lanes hat die APU? Die müsste 16 haben. Aber Generation 3.
Die sollen 16 haben, aber Generation 3. Was ich gelesen habe. 143,9. Sind immer noch nicht 148. Ist ein gutes Ergebnis. Genau, der hat ja auch mehr... Ach, guck mal, das Spiel ist ausgestiegen, ja. RAM-Overclocking halt. Der hat dann ja 9 Compute Units, der 4750G, ja. Er hat aber 2 Compute Units mehr. So, guck mal, wie viel RAM sich Tomb Raider dann jetzt genehmigt. Muss das Overlay ja wieder funktionieren. Ja, nicht vergessen, ich habe ja auch den RAM übertaktet und es ist nicht das aktuellste BIOS drauf. Das sind Dinge, die kann man dann nochmal in Ruhe angehen und dann kann man nochmal kurzes Recap machen oder so. Aber nicht jetzt. Nicht um 3 Uhr in der Früh. Diese 3,5 GB sind voll jetzt. Geht doch eigentlich noch mehr bei Dingensbummens. Müssen wir die Auflösung hochschrauben. Full HD. Ultra hoch. Ist er 4,5 GB, 4,7 GB voll, 4,8 GB und natürlich die Erschau. Das ist aber auch ein Setting, was eine X580 schon braucht, um mit 60 FPS zu laufen. Was mit der RAM-Zuweisung ist geil. So, wir probieren jetzt noch 16 GB, ob er das auch frisst. Genau, die haben mehr Lanes. Das heißt, es tut nicht ganz so weh, wenn man da eine Grafikkarte dazu steckt, dass man die irgendwie ausbremst oder so. Ich habe ja auch in meinem VR-System habe ich ja auch 4000er RAM drin zum Beispiel. Bisschen auch den Klo-RAM von Team. Wobei ich auch nicht glaube, dass der mit XMP-Profil läuft, aber Spielerei wäre es natürlich. Man kann so viel ausprobieren, wenn der Tag lang wäre, ne? Aber der Tag ist halt nicht lang. Der Tag besteht ja auch nicht nur aus Hardware-Bastelei oder Zocken oder so. Was ja auch gut so ist. Denn sonst wird sich das auch viel zu schnell alles abnutzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Sehr schön. Ich hoffe, die Hitze hat bald ein Ende, dass man auch mehr Energie mit in den Abend nehmen kann. Wäre ganz schön. Ich habe nichts gegen warmes Wetter, aber im Moment ist einfach zu krass. Ja, 16 GB. Bitteschön. Das ist richtig geil, oder? Das ging halt vorher nicht. Also 3 GB war das höchste der Gefühle. Wobei ich halt sagen muss, dass auch der 2400er APU hat, wenn genügend System-RAM noch frei war, hat sich dann aus diesem RAM bedient. Man hat das halt in Tomb Raider beobachten können, hast du Ultra-Texturen eingestellt, hat er die 3 GB oder 2 GB voll gemacht und den Rest in den normalen RAM geschoben. Das konntest du immer sehen. Ja, weiß ich. Ah, gut. Ist im Laptop da? Ja, ja gut, im Laptop. Die Creme de la Creme Desktop-Ersatz Gaming-Laptops holen, die haben dann noch eh den dicken Intel da, weil sie dann gamen wollen. Also. Aber hat der Intel da nicht das gleiche Problem? Frage ich mich. Ja, die haben nur 8 Lanes. Nee, stimmt, die haben ja nur 8 Lanes im Laptop, ne? Die Laptop-Chips haben nur 8 Lanes an die GPU. Das ist das Problem, was er meinte. Ja, ja. Ja. Details, Details. Ich habe ja nur eine 2060 drin. Insofern interessiert uns jetzt hier am Desktop nicht. So.
Ein XMG mit 950X drin. Ja gut, das ist auch wieder eine andere Plattform, ne? Jedenfalls, danke fürs Einschalten. Habt eine gute Nacht. Morgen muss ich den ganzen Kletterer der hier wieder aufräumen. Habt einen schönen Sonntag. Formel 1. Vielleicht gelingt Max Verstappen ja nochmal ein Kunststück. Wäre ganz schick. Und drücke mir auf jeden Fall die Daumen. Ob ich es gucken kann, weiß ich nicht. Aber anyways. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Nicht wahr? Tschüssi. Kurzes Tai Chi Ausflugsvideo mit Tetris Pro Skills. Um 3 Uhr in der Früh, ne? Ich muss es nochmal sagen. Dadel, good night. Und der Adressat für die Lenkräder ist total gefreut. Er hat sich bedankt. Kusshand. Gebe ich mal weiter. Tschüssi. Wiedersehen. Danke.